Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge. Halt dich Fresse, Dreckshahn. Jedes Mal kann man dich ausmachen. Hat er mich aus dem Konzept gebracht. Zurück bei Stardew Valley mit meiner Wenigkeit, dem Galonski P und natürlich wieder mit dem Lumpy Pump. Ich begrüße dich. Guten Tag, das bin ich. Hallo. Alias. Ich lasse dir noch ein bisschen Krempel übrig, damit du auch noch ein bisschen was ernten kannst, okay? Alias Lemon Grazer. Ja, so heißt der Kanal, ne? Alter, Junge! Unsere Mixed-Seeds haben wir aber ordentlich reingeschäppert. Auch richtig. Die Duffy Doll, die kannst du dir gerne aufheben, da kannst du Kram verschenken. Junge, ich flack hier die Kartoffeln rum. Oh ja, da war ordentlich was dabei. Hat was sich gelohnt. Was ist Duffy Doll, Narzisse oder was? Das, was du da gerade gesammelt hast, das mit dem, das, was aussieht wie eine richtige Blume. Ja, Narzisse. Ist das auf Englisch oder was? Nee, ich hab das Wiki auf Englisch. So, den Rest flack ich jetzt alles hier rein. Kartoffeln. So, in der letzten Folge habe ich Folgendes gelernt, nämlich ein Einmachgefäß. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, was ich brauche, um das zu bauen. Genau, da kann der Lobby sich schön einmachen. Ja, da kann ich wirklich meinen Unterhose. Holzstein, Kohle. Ich werde am heutigen Tag auf jeden Fall. Ich brauche 2 Kupferbahnen und 40 Holz. Sollte eigentlich klar gehen. Ich skippe mal ganz kurz das Lied. Dann nimm dir mal dein Holz gleich raus. Nicht alles, nur so viel wie du brauchst. Mit Viereck nimmst du dir eins raus. Ja, ja. Bin schon dabei. Jojo. So, 40 und 2 Kupferbahnen. Alter, die Kartoffeln werde ich erstmal richtig krass verkloppen. So. So, wozu brauche ich das? Ganz einfach, um einen Harzsammler zu bauen. Ich brauche noch ein Erdkristall und 15 Steine. Also, wir haben gar keine Steine mehr. Eine Mayonnaise-Dings machen. Na, ich brauche eh einen Erdkristall. Ein Kupferbarren und 15 Holz, dann können wir tatsächlich... Dann machen wir heute nochmal einen Minentag, oder was? Ja. Also, ich bläse mal hart. Zack, Harzsammler steht. Dann tausche ich meine Angel. Meine Axt mal gegen die Hacke und gegen das. Ich bin so ready, Alter. Ich bin so ready. Ey, was ist denn hier? Okay. Warum dauert denn das? Warum baut die immer noch? Junge, hast du an dem Feiertag gestern nicht gebaut oder was? Natürlich nicht. Ist auch wurstig. Ach, warte mal. Ich muss erstmal zum Schmied runter. Ah, ja. Ich komme mit. Meine Güte, das ansehen. Gerne. Ja, jetzt wird langsam mau mit der Saat, ne? Wir brauchen aber auch noch schnelles Aussehen. Nee, jetzt sind bloß noch 3 Tage. Also mit dem, den wir jetzt heute haben, 4. Mhm. Oder? Noch 25? 26? 27? Ja. Noch 2 Folgen, dann sind wir im Sommer, Alter. Krasse Kekis! Weil wir gegen die Mülltonne ertreten, oder? Da kenn ich doch, was ich gerade sagen. Jawohl, Alter, zerbrochene Brille. Nein! Das ist ja eklig. Hat uns beide erwischt. Wir beide da reingekrabbelt haben wie so Biber. Nee, das konnte Waschbär. Er ja sehen. Ja, der hat weggeguckt. Außerdem hab ich doch seine zerbrochene Brille. So, gib mir jetzt meine Gießkanne. Yeah! Du erhältst Kupfergießkanne. Nein. Like a Baus. Ja. Da kann ich... Na, geht ab, oder? Oh, mega. Dazu jetzt noch eine fette Animation und dann wäre alles cool. Kennst du dieses Harvest Moon Bild? Dieses Meme? Oder ja, nicht direkt, ich glaube, diesen Comic Strip. Ey, yo. Den habe ich dir, glaube ich, mal geschickt per WhatsApp vor 2 Jahren oder so. Mega cool. Oh. Moment. Momente? Hast du was gefunden? Ja. Nein, ich wollte ihn nicht essen. Ich wollte ihn dir schenken. Nope. Ich esse meine sowieso, wenn wir in der Mine sind. Ich esse so, also Blumen, denn Tiere tun mir leid. Wir müssen jetzt einen Erdkristall finden, damit ich Mayonnaise-Maschine. Dann können wir dann vorbereiten, ja schon mal platzieren. Das nicht weiß, das war ein Lied von den Ärzten. Willst du hier gleich runtergehen oder wie sieht das aus? Platzieren? Nein, ich wollte eigentlich schon hier 15. 15. Ja, jetzt wird geslayed. Dick da! Hä? Oh.
Steinsahn. Steineboxen macht mehr Spaß. Kohle? Kohle ist auch gut. Ach, ich hoffe, wir finden Erdkristall. Ich, habe, Scheiß. Ich habe hier eine Leiter. I like to make the mayonnaise maker. So, tschüssi. Und falls du irgendwo eine Lore findest, ne? Ach du Scheiße. I. Falls du irgendwo eine Lore findest, da kannst du reinkrabbeln, da ist auch Kohle drin. Ja, okay. Siehst du, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Da bist du das letzte Mal nämlich dran vorbeigerannt. In irgendeiner Folge habe ich gesehen. Aber ist kein Problem. No diggity. Klopf. Warte mal. Denn ich gucke mir unsere eigenen Folgen auch an. Wenn die so gut sind. Oh, eine Gay-Ode. Hier ist ein blauer. Weil die so gut sind. Du willst doch bloß deine Views hochpushen. Nee, ich gucke dir halt tatsächlich zur Quality Control. I, weg hier. Du hast gesagt, weg hier. Ja, ich komme gleich nach. Bisse dich. Ach nee, jetzt hat die sie verwandelt. Scheiße Arsch. Oh ja, da fliegen Vieh. Oh. Aber ordentlich Knockback hat das Schwert auf jeden Fall. Ist schon ein bisschen besser, ne? Als ach Mann, jetzt hab ich dauerhaft Sound. Oh, hier sind noch mehr von den Kackern. Doppelstein. Das ist weggesnackt. Meine kann ich schon nicht mehr hauen. Oh, das ist doch ätzend. Ja, ist was Schönes für dich. Komm raus. Komm raus, wo immer du bist. Oh, hier sind viele Steine. Nice. Oh nein. Hey. Die weiß ich wohin. Oh, warte. Da oben ist noch einer. Ich muss ganz viele Steine haben. Ich bin süchtig nach Steinen. Sagst du Bescheid, wenn du Ausgang gefunden hast? Mach ich. Jawohl. Scheiß Krebs. Haben. Nice. Komm. Jawohl. Dann ist endlich der blöde Bienensound weg hier. Fliegensound. Hallo. Oh, mein Spiel hat kurz gelackt. Eine Ruhe, ey, eine Ruhe. Wo geht das? Stirb, Dreckige. Nee, die putte ich erst gar nicht da hinten. Kann man schön im Larvenstadium bleiben. Ja. Oh, hier ist eine Lore. Na, bestens. Ach, na, Cookie. 6 Stück, Alter. 6 mal Kohle. Na, lohnt sich. Zwergenschriftrolle. Das ist gut. Ja. I hope so. Boah, jetzt kommt hier wieder so ein Fliegenkackfurz an. Gleich 2. Junge, reißt euch doch mal zusammen. Grüße die von mir. Ja. Ich habe nix. Und ich kaufe nichts. Hast du dir eingeschäst? Ich habe wieder Dauer auf dem Fliegensound, das ist ja nervig. Ey, das ist echt ein blöder Krabbenviech. Hier ist ein... Ey! Alter, wo kommen denn die Fliegen immer her? Fliegt halt nicht weg, jetzt kommt er zurück. Damit ich dich wenigstens kaputt schlagen kann. Mann, die ist nervig, ich hasse die Fliegen. Oh, meine Energie ist fast leer. Jetzt habe ich den dauerhaften Fliegensound. Ja, wir haben aber noch keinen Ausgang gefunden hier. Ja, bei mir geht's noch. Welche Etage sind wir? 18. Ja, naja, ich möchte eigentlich... Hä, hey, Alter. Hier ist er. Oh, nice.
gesagt, ich bin fast leer. Oh, ja, oder? Ah, guck mal, hier geht's im Kreis nach unten. Guck mal, wie ich hier durchkomme. Larvi! Alter, ist ja richtig Meute hier. Ja, ist klar. Nehmen Sie das Ausgang. Ich gehe da aber noch nicht runter. Lol, du bist gefangen. Ich will nämlich weitergehen, ich will in die Mitte. Warte, ich habe hier so ein bisschen paar Algenscheiß. Damit kannst du dich vielleicht wieder ein bisschen auffüllen. Ah, da kommt noch einer. Schnauze! Wir haben was zum Essen, ich könnte die Krabbe essen. Ist die Krabbe? Nee, ich kann die Krabbe nicht essen. Scheiße. Warte hier, dann schmeiße ich da mal eine Grünalge raus. Jawohl. Thank you. Und hier noch eine Weißalge. Danke. Kommt noch eine Biene, Snack. Alter. Eine Biene. Ich darf der Zeit nicht aus den Augen verlieren. Mhm. Ist ein Amethyst für dich? Ein Amigelli. Kein Erdkristall, ey. Aua, dass sich einfach hinter uns geschlüppert. Geschlüppert? Alter, das kann doch nicht sein. Verpisst euch doch endlich. Ja, Hurensöhne fliegen. Warte, lass mich das machen. Ach, du hast schon eine Kupferne? Ja, ja, deswegen. Ach, krass. Ich habe nicht mitgekriegt. Wann hast du die geholt? Ne, das irgendwann in den letzten Folgen habe ich das gemacht. Nein! Hier kommen wir gut durch. Nein! Ach, bitte nur einen Erdkristall, ey. Nur einen für die Mayonnaise. Da ist noch ein Amit. Warte, den hau ich dir raus. Kann schneller bumsen. Ey, nee, Alter, das kann echt nicht sein, ne? Fick dich doch. Boah. Hurensöhne. Läuft der einfach vorbei? Ja, hier ist gut, dass hier Ausgänge ja einfach mal sind. Ja, ne? Schon wieder? Das kann echt jetzt nicht sein. Mal weiter, ich komme ums rum. Hm. Ah, ist gleich 0 Uhr. Abholz, Geode. Topaz. Amethysten. Gut, scheiße, wir müssen hin. Na komm, leider nach unten haben wir die 20. Etage. Ja. Ich nehme das schnell mit. Was ist da drin? Erschwert. Ja, schön Schwert. Ah, cool, da kann man angeln. Mhm. Alles hier. Schnell! Beeilung schon 130. Ja. Jawohl. Bis 2 haben wir Zeit. Ah, okay. Zum Morgen gleich nochmal runter? Ja, ne? Weiß nicht. Ja, du brauchst ja den Erdkristall, ne? Jo. Zum Hurtig. Nicht lang schnacken. Die baut immer noch hier. Die macht nie Feierabend. Tschüss. Ja, weiß nicht, die muss jeden Tag aufholen. Das stimmt. So, kurz. Morgen wird das Wetter regnen. Nice. Jawohl. Ins Bett, ja. Schnell. Yeah, Gießkanneneffektivität, Hackeneffektivität. Ich kann ein Bienenhaus bauen und Geschwindwachs und Bauernmahlzeit. Nice. Neues Herstellungsrezept Lebenselixier. Neues Herstellungsrezept Trepen. Ein Bienenhaus. Ne, weiterklicken, ja. Wohl. Alter, das ist ja ein langer Tag gewesen, ne? War gut. Ja, 14 Minuten, ne? So. Herrlich. Da würde ich gleich sagen, ich verkaufe mal oder pack mal den ganzen Scheiß hier in die Kiste. Huch, wer bist du denn? Hallo Mario, ich habe gute Nachrichten für dich. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Durchbruch in meinen Forschungen über die hiesige Flora und Fauna. Ich erspare dir die langweiligen Details und komme gleich zum Punkt. Du kennst doch diese leere Höhle dort drüben, ein wenig weiter westlich? Ich habe eine Methode gefunden, einen Nutzen für sie zu schaffen. Für uns beide.
Ich würde die Hole gerne zum Anlocken bestimmter örtlicher Arten verwenden. Auf diese Weise kann ich sie in einer besseren, kontrollierten Umgebung beobachten und du kannst ernten, was auch immer sie uns hinterlassen. Ich kann die Höhle entweder für Pilze oder für Fruchtfledermäuse aus... Fledermäuse... auslegen. Die Fledermäuse hinterlassen hin und wieder Kacke zum Einsammeln und die Pilze sind halt Pilze. Was machen wir? Pilze oder Fledermäuse? Fledermäuse bringen Früchte, Pilze bringen... Pilze. Ja, weiß ich nicht. Such du dir aus. Ach komm, wir nehmen Fledermäuse. Das kläre ich. Alles klar, ich bereite alles sofort vor, sollte nicht allzu lange dauern. Danke, dass du mitmachst. Gerne. So, warte mal, hier den ganzen Kack reinhauen. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack. Alter, wir haben 13 mal Quarz. Brauchen wir das später noch? Ja, Quarz brauchen wir. Das können wir nämlich brennen. Und bekommen dafür Stuff. Ich hätte den ganzen Scheiß jetzt verkauft, siehst du? So, das Zwergenartefakt, die Schriftrolle, die müssen wir dann noch irgendwann ins Museum bringen. Ja, ich muss sowieso ins Museum heute. Ich habe nämlich historische Saat gefunden. Oh, warte mal. Bohnen. Ich harveste erstmal kurz. Jawohl. Geil. Richtig gut. Guck mal oben, hier Dinger. Da kommen eingelegte Kartoffeln kommen dabei raus. Oder aber vielleicht wird es auch Kartoffelmarmelade, keine Ahnung. Ja, da habe ich schon Kartoffeln reingeplaced. Soll ich mal noch ein paar Kartoffeln aufheben? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel das bringt. Ich habe bloß was reingetan, ja, damit halt das arbeitet. Wir haben 6 goldene Kartoffeln. Aber du brauchst unbedingt noch deinen Erdcrystal für deine Mayo-Maschine, oder? Jawohl. Deswegen, warte mal, wenn du jetzt sowieso ins Museum willst, nehme ich die Schriftrolle mit und dann gehen wir nach der Schriftrolle dann sofort in die Mine. Richtig. Ich habe wieder viel zu viel Zeit verplempert hier mit dem Hin- und Herrennen. Naja, irgendwann haben wir das Buch dann so weit voll, dass wir dann die Lore benutzen können. Das wird super. Okay. Jetzt das Prinzip, Verbotbuch. Dreh dich da oben schon wieder um. Oh, was hab ich denn hier? Das? Hä? Ein Aal, ich hab einen Aal da. Aus der Mülltonne. Ja. Alter, wird schon offen hier? Jawohl, Meister. Meister Proper. Dem Museum spenden. Ist das die erste Zwergenschriftrolle, die wir haben? Ja. Ich glaube ja. War irgendwie der Meinung, ist die zweite. Belohnung. Alter, Sternfruchtsaat, uralte Samen und uralte Samen. Oh, cool. Für den Sommer, oder was? Keine Ahnung. Steht nicht dabei. Ich muss nochmal zum Schmiedchen. Nämlich noch Geoden. Als ich das hier wusste, wenn wir nochmal in die Mine gehen, okay, wir machen das ja erstmal, um den Erdkristall zu verangeln, können wir ja später noch... Ja. Ach, wieder so ein scheiß Hut. Wir haben Erdkristall. Alter, und irgendwas Blaues. Ein Gul-Gul-Gul-Gestin. Komm mal her, hier. Herz. Hast du mir denn jetzt geschenkt, ja? Mhm. Stimmt, essen kannst du ja nicht. Ja, das ist auch wahr. Alter, jetzt kann ich hier wieder... Geh mal in deine Belohnung abholen. Was für eine Belohnung? Ja. Ah, uralte Samen. Uralte Samenrezept. Eine stehende Geode. Ja, die hab ich gerade freigeschaltet. Krass, scheiße. So, ich geh direkt. Da brauchen wir jetzt gar nicht mehr in die Mine, hä? Eigentlich nicht. Können wir uns über hier so ein bisschen Stuff kümmern? Ich kann mal... Soll ich direkt Hühner kaufen? Na, ist unser Stall denn schon fertig? Der müsste schon fertig sein jetzt, ja. Dann kaufe ich zwei Hühner. Dann lass uns mal gucken gehen. Oder du kaufst die Hühner und ich guck mal nach Namen. Einen wolltest du ja Pokito nennen, ne? Ja, Pokito. Und den anderen nennen wir Bukake. Ja, warte mal. Tiere kaufen! Random Chicken Name Generator.
Ernsthaft? So, wir kaufen wie viele? Ja, nein. Zwei. Bei. Zwei. Wie viel? Zwei. Wähle einen Hühnerstall. Da gibt's kein Chicken auf der Seite. Doch, hier Chicken. Benenne Chicken. Dein neues Tier. Any gender, any names. Suchen. Bundy. Larkspur. Parkin. Kelowna. War da jetzt irgendwas Cooles bei? Gibt doch einen Zufall. Warte mal. Sinie. Tab. Egon. Kona. Oh, eins kannst du Egon nennen. E-G-G-O-N. Das ist dein Pun. Egon. Alles klar, Ak. Sehr schön. Ich sende die kleinen Egon sofort zu ihrem neuen Zuhause. So, noch eins. Kenne dich nicht. So, noch ein Hühnchen. Du kannst mich in den meisten Nächten in der Kneipe treffen, sagt Marni. Zanurt? Solabo? Monos? Mikrowellenpizza. Was? Das ist, als wäre jemand am Gemüsehaken gewesen und nie fertig geworden. Warum durchsuchst du meinen Müll? Wollt nicht Achtung, wir nennen sie Megan. Mit EGG? Jo. So, erledigt. Hühnchen sind gekauft. Brauchen wir noch irgendwas für die beiden? Really nice. Wir haben ja Heu. Heu reicht. Und wir brauchen die theoretisch noch füttern, wenn das Wetter scheiße ist und im Winter natürlich, ne? Ansonsten können wir die tagsüber rauslassen und dann fressen die einfach das Gras von draußen. Weißt du, was ich jetzt mache? Nee. Ich mache eine Mayonnaise, Dude. Geil. Ich werde mir den Saal und unsere grüne Sieht komisch aus, wenn man rauskommt und hier ist keine Saat mehr. Ja, sieht komisch aus, ne? Aber so ist das. So, warte mal, wir hatten noch einen Erdkristall in der Truhe. Oh Gott. Da kannst du zwei bauen. Hä, was, wie den zwergischen Helm habe ich noch nicht abgegeben? Klar habe ich den abgegeben. Was brauche ich denn noch? Mann. Kupferbahn. Haben wir nur noch einen, deswegen kann ich auch nur einen herstellen. So, den Mayonnaise-Maker, den platziere ich direkt mal neben Dings. Gehen wir einfach mal hier. Kupferbrutzeln ist doch kein Problem. Ja, hier kann ich nicht platzieren. Na, ja, dann geht er. So, der Eggmaker steht direkt vor dem Hühnerstall. So, Freund. Hier, guck mal. Jawohl. Ich habe hier drei Kupferbahnen. Die packe ich hier hinein. Also soll ich direkt noch einen... Und jetzt verschönere ich mein Haus mit diesem wunderschönen Ding. Putz. So, alles klar. Haben wir noch eine Mayonnaise-Maschine? Ah, die Place da draußen, alles klar, sehr gut. Und gleich ist jetzt schon da. Quasi. Oh, guck mal, hier sind die zwei Chicken. Hallo. Oh, die sind niedlich. Egon. Ein Monat, Baby. Egon scheint neugierig, aber ein wenig vorsichtig. Sie gewöhnt sich an ein neues Zuhause. Für wie viel hast du die gekauft? Für 800. 800? Soll ich die verkaufen für 252? Was? Nein. Guck mal, wie süß die sind. Ja, Mann. Übrigens, wenn du jetzt hier rangehst, wo? An dieses Teil hier, da nimmt der automatisch so viel Futter raus, wie du Hühner hast in dem Stall. Ah, okay. Also einmal greifen, zweimal Heu. So. 19 Uhr, 20. Ich geh auch nochmal meine Gay. Ich bin echt am überlegen, ob ich hier diese... Sternfrau, pflanze sich im Sommer, wächst in 13 Tagen heran. Uralte Samen, habe ich jetzt hier zwei Stück, die packe ich auch im Sommer erst rein, oder? Jawohl. Dann packen wir die mal. Warte, dann. Bam, bam. Ja, wollte ich gerade sagen, dann lass uns die mal hier reinpacken. Oh, weißt du, was ich mache? Ich gehe jetzt nochmal schnell in die Mine und ich schenke dem Zwerg einen zwergischen Helm. Da freut er sich bestimmt drüber. Warst du schon mal bei dem Zwerg? Ja, angeguckt habe ich mir schon. Okay. Der redet nur wirres Zeug. Meine Angel mal mitnehmen können. Oh. Nein, nicht essen. Nein! Oh, scheiße.
Nicht kann man dich machen lassen. Nicht mal telefonieren lassen kann man dich. Nice Palme hast du da. Das sieht auch komisch aus, das Ding da, ne? Ja, irgendwie. So, Herr Zwerg. Kann ich Ihnen etwas Gutes tun? Hier, habe ich eine neue Üt für Sie. Ah! As Inuinun Adehasi. Ja. Ist klar. Alter, warte mal. Mein Schwert hat jetzt übrigens 4 bis 8 Schaden plus 2 Geschwindigkeit. Junge, jetzt kann ich richtig. Ist in der Abenteurer-Gilde. Hat die noch offen? Die wird gar nicht mehr offen haben. Ja, ich glaube, die machen 22 Uhr zu. Kann ich mir schnell noch ein Schwert kaufen für dich? Ups. Du kannst hier ein Schwert für mich kaufen. Warte mal hier. Stahlkurzschwert. Und hier hätte man noch einen Silbersäbel. Alter! Gib mir das. Den kaufe ich gleich direkt zweimal. Es tut mir leid. Nö, nee, alles easy. Das war jetzt nicht so teuer. Ich habe gedacht, da hinten ist ein paar Tausender weg. Nee, das nicht. Ich muss dir allerdings in die Schuhe packen. Und dann, Alter, da wirst du ausflippen, wenn du das siehst, ey. Mario, hatte sich gelohnt, die Tage. Bin ich dann der Papa oder was? Aber was ja, so ein bisschen schon, ja. In welche Truhe soll ich denn das packen? Da pack's gleich vorne in die braune. Die braune Truhe. Was ist dunkel? Jetzt weiß ich gar nicht, was braun ist. Zack. Die nicht, die ist grün. Hä? Nee. Hier vorne meinte ich. Jetzt kannst du doch trotzdem da reingehen. Nein, will ich nicht. Ich will die da vorne in der Truhe haben. Ich hab zwei Schwerter reingepackt, such dir eins raus. Alter, 8 bis 15, ja. Ja, Mann. Plus 1 Verteidigung vor allem. 4 bis 8 plus 2 Geschwindigkeit, Ali. So, Schwert habe ich verkauft. Sehr nice. So, ich gehe mal gucken, wie es weiter wird. Wunderschön und sonnig. Na, wunderschön. Ach ja. So, liebe Freunde. So. Das war's mit dem heutigen Tage. So sieht das aus, Klaus. Hat sich gelohnt. Haben wieder ein bisschen Geld gekriegt, nicht? War ein erfolgreicher Tag auf jeden Fall, muss ich sagen. Jawohl! Ich will mich gar nicht verabschieden. Aber so muss es natürlich. Deswegen, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Stardew Valley. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst doch mal einen Daumen da, damit wir wissen, dass wir auf jeden Fall weitermachen sollen. Ansonsten, Lompi, mach's gut, bis später. Ja, hauen Sie rein. Wir sehen uns. Tschüss.